Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Ach, hallo Kinder, da seid ihr ja. Wie cool. Ja, ich bin hier voll bepackt gerade. Ich glaube, hier bleibe ich. Ich habe mir den Stuhl aus Finnland mitgenommen. Und jetzt sind wir hier in Schweden. Das ist ein schönes Plätzchen. Ich glaube, hier bleibe ich mit meinem Hasen. Und ich habe hier einen Kaffee noch von der Fähre. Hilfe, Hase, du musst mal hier. So. Ah, fantastisch. So. Kinder, wie geht's? Es geht weiter auf unserer Reise. Wie cool, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das war doch gestern ein lustiger Tag noch in Helsinki, oder? Meine Güte, hat der Louis dem Opa Balduin das Eis gerettet. Stellt euch mal vor, der hätte einfach, will ich mir gar nicht vorstellen. Habt ihr denn auch den leckeren Bärenschaum Visby Puro probiert? Mensch, ich finde das richtig lecker, was man alles aus Beeren machen kann und ein bisschen Grieß, oder? Heute geht's also weiter. Heute heißt es wieder mal Abschied nehmen. Von dem See, von den neuen Freunden, die Louis und Lea gefunden haben. Das ist echt immer wieder blöd, ich weiß. Ich kenne das auch, wenn man liebe Leute im Urlaub kennenlernt und sich dann verabschiedet, weil die ganz woanders wohnen, dann ist das schon mal ein bisschen schwierig, ne? Aber das schaffen die. Und Louis und Lea müssen sich auch vom See verabschieden, weil der war auch ganz schön, ganz, ganz schön. Aber da, wo die jetzt hinkommen bald, da wird es auch richtig schön. Und es gibt eine Überraschung heute für Louis und Lea. Und zwar sind die ja die letzten Wochen immer geflogen, ne? Die sind von Deutschland nach Spanien geflogen und von Spanien nach Finnland. Aber ab jetzt fliegen die nicht mehr. Die werden aber an einen neuen Ort kommen. Wie könnte das wohl sein? Könnt ihr ja mal überlegen, aber ihr werdet es auf jeden Fall in der Geschichte erfahren. Und nach der Geschichte heute, in dem Hörbuchkapitel, gibt es dann ein Workout mit mir. Wir sehen uns also auf jeden Fall gleich wieder. Ich freue mich voll auf euch. Genau wie in Finnland und in Spanien machen wir natürlich unseren Warm-Up-Dance auch jetzt. Also macht euch ein bisschen Platz und dann geht's los. Und jetzt machen wir uns warm mit dem Warm-Up-Dance. Wir gehen 2 Schritte nach rechts. Los geht's! Und die Rolle! Hey! 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 Und rechts! Spring! Links! Spring! Und drehen! Yes! Yo! Yes! Geschafft! So, jetzt seid ihr warm für die Geschichte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis später. Ciao! Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Kapitel 15. Die Sonne steht hoch am Himmel. Der See liegt ruhig da und einige Vögel zwitschern um die Wette. Der olivgrüne Pickup von Alvari steht mit Koffern und Rucksäcken abfahrbereit auf dem Platz vor der kleinen Hütte. Opa Balduin und Alvari stehen, wie schon in den letzten Tagen, wieder mal an dem Auto und unterhalten sich ausgiebig darüber, was für Vorteile so ein Pickup hat. Heute heißt es für Luis, Lea, Fanny und Opa Balduin Abschied nehmen von dem See und von ihren neuen Freunden. Nachdem sich alle voneinander verabschiedet und ein Wiedersehen versprochen haben, geht es los. »Tschüss, du cooler See«, sagt Luis leise. Dann steigt er hinter Lea in das Auto und schaut nochmal wehmütig aus dem Fenster. Genau wie Lea ist auch Luis sich sicher, dass dies einer der schönsten Orte auf der Welt ist. Doch die Abenteuerreise mit Opa Balduin und Fanny geht weiter, allerdings nicht mit dem Flugzeug. Denn Luis ist nicht der Einzige, der das Auto von Alvari richtig gut findet. Auch Opa Balduin hat in den letzten Tagen mit Alvari oft über Autos gesprochen und war mit ihm bei einem finnischen Autohändler. Luis und Lea wissen noch gar nichts davon. Sie kennen Opa Balduins alte, klapprige Karre, die zu Hause steht und mit der sie schon einige Male mitfahren mussten. Nie waren sie sicher, ob das Auto noch ans Ziel kommt. Es ist ganz verrostet und qualmt fürchterlich, wenn man es startet. Aber an das Auto denken sie gerade gar nicht. Denn sie fahren durch die wunderschöne finnische Landschaft. Irgendwann biegt Alvari überraschenderweise auf dem Parkplatz eines riesigen Autohauses ein.
Dort stehen unzählige Pickups und kleinere Autos. Luis ist ganz aus dem Häuschen. Wow, die sehen aber alle cool aus. So einen hätte ich auch gern. Opa Balduin zwinkert Fanny zu und steigt mit Alvari aus dem Auto. Was machen wir hier? Ist das Auto kaputt? Fragt Lea Fanny. Doch die lächelt nur geheimnisvoll. Luis schaut aus dem Fenster. Opa hat gerade von einem Mann mit Anzug einen Schlüssel bekommen und er winkt uns, ruft er aufgeregt. Er öffnet die Tür und springt aus dem Auto. Kinder, ich habe eine Überraschung für euch, sagt Opa Balduin, als Luis und Lea mit Fanny bei ihm und Alvari angekommen sind. Mein Flitzer zu Hause fällt ja leider bald auseinander. Und Alvaris Auto hat mir ja so gut gefallen. So ein Pickup wäre doch was Feines für meinen Bauernhof. Also hat Alvari mir geholfen, hier in Finnland ein neues Auto zu finden, mit dem wir unsere Reise jetzt fortsetzen, bis wir wieder zu Hause sind. Nicht dein Ernst! Luis ist sprachlos und reißt die Augen auf. Und ob? Schaut mal da! Mein neues Schätzchen! Ist das nicht schick? Bei diesen Worten zeigt Opa Balduin auf einen feuerroten Pickup mit silberfunkelnden Rädern und einer schwarzen Plane auf der Ladefläche. Fanny klatscht vor Begeisterung. Sie wusste davon und hat kein Wort verraten. Auch sie ist dankbar, dass Opa Balduin endlich ein neues Auto hat, bei dem sie keine Angst haben muss, dass es stehen bleibt. Und das Beste? Das Auto fährt auch mit Elektrizität. Das bedeutet, dass wir auch was Gutes für die Umwelt tun und gar nicht immer die Luft verschmutzen müssen, fügt Fanny begeistert hinzu. Wow, das ist ja cool! Lea streicht vorsichtig mit den Händen über den glänzenden roten Lack der Autotür. Wie schön! Luis rennt immer noch ganz aufgeregt um das Auto herum und strahlt übers ganze Gesicht. Wenn er schon keinen eigenen Pickup haben kann, dann hat nun wenigstens Opa Balduin einen. Ist das cool! Er klettert auf eins der riesigen Räder und schaut auf die Ladefläche, auf der die glänzende schwarze Plane alles bedeckt. Hat sich da drunter gerade etwas bewegt? Luis hat den Eindruck, dass eine kleine Erhebung unter der Plane war und jetzt woanders ist. Aber bestimmt hat er sich vertan und wenige Sekunden später hat er es auch wieder vergessen. Eine halbe Stunde später haben sich alle von Alvari verabschiedet und ihre Fahrt in dem feuerroten Gefährt begonnen. Fanny sitzt vorne und hilft Opa Balduin bei der Bedienung des Navigationsgerätes. Denn das nächste Ziel ist, wie könnte es anders sein, ein Schiff. Aber kein Schiff, mit dem sie die Weltmeere erobern, wie Luis es sich vorstellt. Nein, sie werden nun nach Helsinki zu einer Fähre fahren, mit der sie das nächste Land erreichen. Sie werden in die Hauptstadt Schwedens, nach Stockholm, übersetzen. Ich freue mich so auf Schweden! Meint ihr, wir sehen Michel oder Pippi Langstrumpf? Luis' Augen leuchten, während er glücklich aus dem Fenster schaut. Bestimmt begrüßt uns Pippi Langstrumpf, wenn wir mit dem Schiff anlegen und wir reiten auf ihrem Pferd in ihr eigenes Haus. Lea muss lachen und findet die Vorstellung richtig schön. Erstmal haben wir jetzt eine schaukelige Schiffstour vor uns, sagt Fanny und beißt hungrig in eines der leckeren Milchbrötchen hinein, die sie mitgenommen hat. Beim alten Zappelotter! Ich freue mich drauf, mal wieder Wasser unter mir zu haben, lacht Opa Balduin und genießt die Fahrt am Steuer des neuen Autos. Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir haben Workout-Zeit. Wir machen ein Workout zusammen, ein bisschen Sport und heute geht's ab auf die Fähre, auf das große Schiff. Wir machen ein Schiffsworkout, okay? Und zwar zum einen, bevor es aufs Schiff geht, freut sich Luis natürlich, dass Opa Balduin so ein cooles Auto hat und Opa Balduin freut sich auch. Und ich glaube, die tanzen und wir tanzen nämlich ein bisschen vor Freude. Das machen wir. Außerdem winken wir zum Abschied. Ja, das machen wir in so einem Bogen rundherum. Von Seite zu Seite winken wir. Gehen wir aufs Schiff und haben eine super Aussicht. Gehen von Seite zu Seite. Und dann machen wir mit den Armen, nehmen wir unsere Hände, umfassen die und machen Wellenbewegungen von Seite zu Seite, weil das Schiff ist ganz schön, hat ganz schön Seegang. Und eine weitere Bewegung ist den Anker einziehen.
Wir gehen nach unten und ziehen mit den Armen richtig feste nach oben und bis der immer weiter oben ist. Und dann ziehen wir den auch noch höher. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Schiffsworkout, Attacke! Erstmal auf der Stelle und atmen tief ein und aus. Tief ein und aus. Ein. Okay, der Abschied naht. Wir gehen erstmal auf der Stelle. Bevor wir winken, damit ihr das drauf habt. Wir gehen mit den Beinen. Immer zwei Schritte, okay? Gleich nehmen wir die Arme dazu. Aber eins nach dem anderen. Achtung. Wir winken, kreisen. Ding, ding, ding und ding. Yes! Winken. Abschied vom See. Mehr davon. Haltet durch. Noch zwei. Und der letzte. Okay. Jetzt wird getanzt vor Freude für über das Auto. Machen wir es mal langsam, okay? Wir nehmen einen Fuß nach vorne auf die Hacke. Vor. Zurück. Vor. Das kriegen wir hin, oder? Mit dem Arm können wir machen, was wir wollen. Den winkeln wir so an. Auf die Hacke. Das geht aber schneller, oder? Wir schlafen ja nicht ein. Zack. Bisschen tanzen, Freunde. Yeah. So ein cooles Auto. Und das gehört Opa Balduin. Opa Balduin ist auch am Tanzen. Yeah. Und das geht noch schneller. Ich weiß nicht, ob Opa Balduin das kann, aber er versucht. Wir können das. Richtig gut, Freunde. Yes. Okay. Wir gehen auf das Schiff und genießen erstmal die Aussicht. Von Seite zu Seite. Geht mit den Knien schön tief. Schön tief. Sehr schön. Cool. Seite zu Seite. Von Seite zu Seite. Vier mehr, schneller. Zack, zack, zack. Super. Ihr seid so cool, ihr macht das super. Und wisst ihr was? Das Schiff hat ordentlich Seegang. Wellen. Yes. Das macht ihr gut. Von Seite zu Seite. Und bevor es losgeht, müssen wir den Anker lichten. Schön hochziehen. Und nach oben. Und nach oben. Ziehen. Yes. Und wir tanzen nochmal. Ja, die Freude hört auch auf dem Schiff nicht auf. Super gut. Achtung, wir werden gleich wieder schneller. Opa Balduin muss auch loslegen. 3, 2, 1 und tanzen, Freunde. Yes! Das macht ihr super. Und die Aussicht genießen. Ja! Schön von Seite zu Seite. Und den Anker. Und nach oben. Und einatmen. Und aus. Und ein und aus. Und ihr habt's geschafft! Super gut! Das war super, Freunde. Könnt ihr gerne nochmal machen, das Workout. Einfach nochmal machen, wenn euch das zu wenig war. Und wir sehen uns morgen zum Startvideo. Ich wünsche euch einen richtig, richtig coolen Tag. Macht's gut. Ciao, euer Norbert.